langsam durchscrollen. Richter der Artemis. Ah ja. Gut. 5000. Also. Gut, dann werden wir mal da hinreisen. Die Tante auf meinem Schiff wird auch denken so, hallo, bring mich doch mal nach Hause. Da oben ist das ja. Stimmt. So, du blöder Keiler. Das Lustige ist, viel Spaß, weil er weiß ja, wie ätzend er ist. Ja. Vor allem das Lustige ist ja, der Anfang ist ja echt, echt nicht schwer, aber sobald die anderen Schweinchen kommen, das ist echt widerlich. Und du wartest halt immer noch hier, ne? So. Dann war ich glücklich, als ich den geschafft habe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit welchem Level hast du den gemacht? Hast du den Verstand verloren? Ja, ich suche ihn gerade. So, Level 25. Der levelt halt echt mit, ne? So, dankeschön. 19 oder so? Keine Ahnung, ist ewig lang her. Am Anfang war der ja Level 17, glaube ich. Und jetzt ist er die Levelzahl schon ein bisschen höher. Warte, ich speichere. So. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Der ist halt ja jetzt wirklich Level 25. Ich glaub's nicht. Aber ich sehe sie halt nicht. Dam, 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 dam. Jetzt hat er mich gesehen. Oh. Fängt gut an. So, let's go. Ja, bisschen Schaden. Das ist schon mal gut. Na, du klein. Sehr schön. Ah, jetzt holt er seine Brut, ne? Ja, da ist sie! Aber ich töte erstmal die. Ach komm! Ach komm! Jetzt reicht mir. Ich wäre fast tot gewesen. Na, da ist ja noch einer. Na komm. Ach, komm. Ja, da sind ja ganz viele Schweine. Schweine, Schweine, Schweinchen. Aus mir rumgehen. Ah, voll in dein Popo. Ich verlasse das Kampfgebiet, das wollen wir ja doch überhaupt nicht machen.
So, ein Schwank hier weg. Zwei Schwank hier weg. Der dritte kommt gerade. Sehr schön, also es ist gut. Das hat mir gerade Angst gemacht. Wieso habe ich jetzt gewechselt? Nein, nein, und? Endschlag! First try. Aber das war ein bisschen lucky, dass... das Ulti, sag ich mal. Dieser Heldenschlag hat mich auch gerettet. Ich sollte zum Tempel und Daphne das Fell bringen. Oh Mann. Aber dieser Magic, also der Erschuss da, der den dann voll weggebämst hatte, das war schon echt gut, dass der noch funktioniert hat. Der war ja hier. Oh, schön. So, ist mein Pferd noch mal? Ja. Und eine treue Seele. Nicht erschrecken, ich bin hinten. Dann wollen wir mal. Und wieder verjagt Helios Selene. Bitte was? Der verjagt wen? So, wehe, der Bogen ist nicht gut. Kann da der eigentlich jetzt wirklich sein, weil ich so lange gewartet habe? Aber das war ja jetzt trotzdem auf Level 25 aufgeschrieben. Also ich glaube. Los. Ja, ist schon gut. Party Tobi Emote. Ja, irgendwann. Hast du dich verlaufen? Hier, ich habe das Schwein erlegt. Cool. Du bist fähig. Daran besteht kein Zweifel. Das finde ich echt cool, dass die drauf eingeht, dass ich halt sehr lange gewartet habe. Also über 10 Level. So, dran bestanden, niemals Zweifel, danke. Mit Herzchen, komm, wir machen mal Danke mit Herzchen. Ich habe viele Talente, das versichere ich dir. Oh, ist dem so? Nun, okay. Ich freue mich darauf, sie einer Prüfung zu unterziehen. Oh, und was schwebt dir vor? Oh, so vieles. Oh, okay. Doch zuerst zum Geschäft. Durch diese Welt streifen Bestien, die aber nicht von ihr stammen. Die Götter brachten sie zu uns als Prüfungen, als Test. Okay, Fabeln interessieren mich nicht. Mein Leben ist schon länger... Wieso schon? Fast lesig. Mein Leben ist jetzt schon legendär. Komm von deinem hohen Ross runter. Beide sind kacke irgendwie. Ja, Fabeln interessieren mich nicht. Diese Bestien sind ganz gewöhnliche Kreaturen. Die Welt ist voller Mysterien. Doch nicht alle von ihnen sind das Werk der Götter. Bevor dies hier vorbei ist, wirst du vielleicht deine Meinung ändern. Und was genau soll ich für dich tun? Ich will, dass du dich in Artemis' Augen als würdig erweist und diese Kreaturen jagst. Ich muss keinem meinen Wert beweisen. Sag mir nur, was die Belohnung ist. Für jedes Fell, das du mir bringst, werde ich dir eine Gnade der Artemis gewähren. Wenn du alle Bestien erlegt hast, wird sich deine Verbindung zu den Töchtern der Artemis für immer, sagen wir mal so, verändern. Das glaube ich nicht. Wir müssen halt... Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir zuerst die ganzen Quests machen und dann sind wir in den Augen der Artemis hoch. Wir haben, bla bla blub. Und dann, weil wir müssen ja anscheinend eine Tochter der Artemis töten. Habe ich so von verstanden. Ja, okay. Gut, ich werde es tun. Wie viele von diesen Tieren muss ich erlegen? Artemis stellt dich vor 8 Prüfungen.
Du hast deine Reise bereits begonnen. Nun erlege die restlichen Tiere. Werde ich die Kreaturen auch erkennen? Das wirst du. Bring mir die Felle. Ich werde mit meinen Schwestern, den Töchtern der Artemis, auf dich warten. Ich hoffe, du lässt mich nicht so lange auf dein schönes Gesicht warten. Oder na? Oh, der Artemis. Ja, da, genau das dachte ich auch, Sarah. Einfach so, ja, ich wollte doch einfach nur Danke sagen. Okay, Jägerschaden, Aufladetempo des Bogens ist gut. Schaden mit Fähigkeit Raubtierschuss. Und ja, den benutze ich ja fast. Naja, okay. Schau dir mal die Bestien an und rate, welche eine Bestie. Bestie ich schon gemacht habe. So, dann schauen wir mal. Also ich wette, der Löwe ist eine der Bestien. Das auf jeden Fall. Eine Hirschkuh vielleicht? Okay, Alter, die sind ja überall auf der ganzen Welt verteilt. Okay, also 39. Ja, der Löwe ist dabei. Noch ein Eber. Der Stier. Bären. Hirschkuh. So. Ja. Die Hirschkuh. Was ist das für eine Belohnung da unten? Der schwarze Pfeil oder der. Ist das ein Speer? Wahrscheinlich. Weißt du, der Wedi zu töten? Die sind so wunderschön. Ja. Glaube ich dir sofort. Wo ist denn die? Ah, da hinten. Da war ich sowieso noch nicht. Ich könnte hier sowieso mal ein bisschen rumhantieren, oder? Vor allen Dingen hier war ich noch gar nicht und da auch. Ich gehe mal hier hin. Klassische Überreste. Ein Heiler wird geheilt. Oh. Ja, dann mache ich zuerst das da. Ein Heiler wird geheilt. Das klingt sehr interessant. Ein Heiler wird geheilt. Mein Pferd. Ist weg. Ein Heiler wird geheilt. So. Und bam. Na, nicht doppelt. Wir machen uns auf jeden Fall ganz langsam in Richtung des Hirschens auf dem Weg und nehmen halt währenddessen alles mit. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich in 3 Wochen dahin oder so. Gar nicht so abwegig, denke ich mal. Aber bei dem Heiler waren wir auch schon mal, oder? War das nicht der mit den kleinen Jungen? Tut es sehr weh oder nur ein bisschen? Weiß nicht. Ist es eher, als ob ein Bär dich beißt? Oder eine Maus? Wie 3 Mäuse. Nein, 4. Ah, also eher wie ein Welpenbiss. Verstanden. Tut es irgendwann nicht mehr weh? Ich sag dir was, du musst ihn verjagen. Brüll wie ein Löwe, dann läuft er davon. Gut gemacht. Und jetzt ab nach Hause.
Ach, das wäre cool, wenn das funktionieren würde. Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykaon. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Bei dem waren wir doch schon auch, oder? Oh Mann. Nein, aber mir gefällt dein Behandlungsansatz. Ich bevorzuge Ärzte, die keinen Unsinn reden. Also das ist voll fies. Nee, komm. Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Manchmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich großzügig dafür bezahlen. Du weißt, wie man mit Söldnern reden muss. Ist das alles, was du brauchst? Alraunen? Fürs Erste. Bring sie zu mir und ich bereite sie für meine Patienten vor. Dann sehen wir weiter. Aber ganz ehrlich, diese Quest haben wir wirklich hundertprozentig schon gemacht. Die Alraunen sind an einem Bach und da sind ganz viele Wölfe. Danach müssen wir für ihn irgendwas mit seiner Tante oder mit seiner Mutter machen. Ich bringe dir die Blätter. Wieso? Sagtest du südöstlich von hier? Ja, bei einem kleinen Fluss nordöstlich von Kira. Die Pflanzen blühen noch nicht, aber die Blätter sind auffällig graugrün. Vielen Dank. Aber wieso kann ich die nochmal machen? Das ist gerade sehr, sehr merkwürdig. Wieso wird denn die dir nochmal angeboten? Ja, nochmal angeboten, weiß ich auch gerade nicht. Das ist echt seltsam. Ja, okay, dann bekomme ich halt doppelt Ding. Und tack, ich geh hier an. Aua. Das reicht aber. Lykaon sagte, die Pflanzen wachsen bei einem kleinen Fluss. Könnte er sein? Ich bin echt erschrocken, als da ist, als ich die Quest gemacht habe. Warte mal. Der Arzt hat doch gemeint, er ist zu lecker. Meinte er damit nicht lecker? Weiter, ne? So, genau das meinte er damit, ja. Hey Flo, du bist zu früh. So. Das sind die Pflanzen, die Lykaon braucht. Aber ausweichen tue ich manchmal ganz gut. Aber nur manchmal. So, nochmal hier und nochmal da. Das sollten genügend Alraunen sein. Zeit, zu dem Heiler zurückzukehren. Zum Glück fangen die jetzt nicht an zu heulen. So. Ich habe keinen Tee mehr. So. Ich würde dann gleich auch eine Pinkelpause schnell machen und dann hier einen Tee nochmal. Aber erst nach dem Quatschen. Hier, ich habe deine Blätter.
Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. Ich habe die Blätter zerstoßen. Dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lykaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Gut, ich überbringe derweil den Rest. Hab Dank. Alle Patienten sind in oder nahe der Chora von Delphi. Einer ist bei den Viehgehegen im Westen. Einer baut ein Haus am nordöstlichen Rand der Ortschaft. Und einer arbeitet auf den Feldern im Süden. Komm zurück, wenn du fertig bist. Ich werde sie schon finden. Gut. Dann machen wir mal ganz, ganz kurz das hier. Und Cam und weiter. So. Jojo. Schöne Tasse Tee. Der hier. So, genau. Das war das. Du schaffst es. Ja. Ich hab's geschafft. Hab's gefunden. Lykaon lässt dich grüßen. Ah, die versprochene Arznei. Danke. Sag mir, hat er gesund ausgesehen? Er sah nicht krank aus. Ich sehe ihn rund um die Uhr herumlaufen und vor sich hin murmeln. Er scheint besorgt zu sein. Ich sollte ihm etwas Süßes bringen, um ihn aufzumuntern. Das würde ihn bestimmt freuen. Sweet. Das ist süß. Lykaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lykaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Oh. Ja, ja. Diese Kräuter sind von Lykaon. Oh, vielen Dank. Dieser Heiler ist so aufmerksam und so hübsch. Schade, dass er beschlossen hat, nicht zu heiraten. Warum das? Er hat mir so einen Unsinn erzählt, dass er keine unschuldige Frau mit seinen Sorgen belasten will. Warum kann er nicht so ehrlich sein und zugeben, dass ich ihm nicht gefalle? Ich frage mich, warum er sowas sagt. Das wäre jetzt echt cool, wenn ich ja die beiden verkuppeln könnte. Das wäre so lustig. Wir verkuppeln sie. Aber das können wir nicht. Wir können mit ihnen schlafen, glaube ich. Aber das hilft ihr ja weniger. Ich habe deine Arznei abgeliefert. Anscheinend sorgen sich eine Menge Leute um dein Wohlergehen. Danke. Meine Großmutter Praxitea. Ich muss ihr noch die letzte Arzneilieferung bringen. Begleitest du mich zu ihrem Haus? Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Ah, natürlich, komm. Ja, ich würde gern wissen, was hier vorgeht. Danke. Bitte, zum Haus meiner Großmutter geht es hier lang. Danke, dass du mitkommst. Hast du schon viele Menschen getötet? Wieso fragst du mich das? Wenn jemand so frevlerisch ist, dass er nicht nur Menschen großes Unrecht antut, sondern auch den Göttern. Hat er dann keine Strafe verdient? Was hat Praxitea getan? Sie gab falsche Prophezeiungen ab. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Ich... Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wenn es eine von ihr war, nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Naja, die Quest hat am Anfang viel mehr Sinn gemacht. Naja, egal. Viel mehr Sinn. Also, war besser.
Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahm sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Sie war eine gottlose Närrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Was hast du denn von mir erwartet? Ständig redest du vom Töten. Die Chance war da und ich nutzte sie. Aber so sollte das nicht passieren. Ich bin für sie verantwortlich, nicht du. Praxitea muss diesen Armreif im Kampf verloren haben. Aber kein normaler Dieb würde so etwas Wertvolles zurücklassen. In der Tat. Wo war der nächste? Nein. Sieht nach einem Auftrag aus. Bringt das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Wenn Sie Lykaons Großmutter meinen, lebt sie vielleicht noch. Naja, wenn sie nicht beschädigt werden soll. Und vor allen Dingen, wer verbrennt das hier? Ja, naja. Ist dir hier irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Tja, wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja. Was haben sie getan? Sie haben sie verjagt. Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet, sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Wo ist dieser Hof? Nicht weit, westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit ihnen anlegen. Danke für die Warnung. Aber ich schon. So. Ich hätte aber die Kamera auch einfach rauslassen können. Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin keine Närrin, Lykaon. Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast übers Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Du bist Heiler, kein Mörder. Wenn ich sie töten soll, gib mir den Auftrag. Ja, mach mir das erste. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ich suche nach Praxitea. Danke, Cassandra. Der Hof liegt also im Westen. Wir treffen uns dort. Gut, wo ist Westen? Norden. Gut. Wir treffen uns also da. Da gehe ich schon mal vor. Ach, wieder Wölfe. Das ist ja herzallerlieb. Oh, nee, sogar mit Katzen. Luchse, oder? Ja. Die Luchse lasse ich doch lieber mal da.